Niedrigzinsen, Nullzinsen, Negativzinsen. Die Marschrichtung der Notenbanken ist klar definiert. Der Sparer soll heimlich, still und leise enteignet werden. Reden wir drüber mit dem Vorstandssprecher von Juvesto, Andreas Feiden. Herzlich willkommen auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Ja, es ist schon eine verrückte Welt, Herr Feiden. Ne? Auch Privatanleger müssen mittlerweile wohl zu Recht fürchten, Strafzinsen zu zahlen, wenn sie ihr Geld auf dem Konto parken und wollen deshalb ins Bargeld flüchten. Was halten Sie davon? Also grundsätzlich ist das ein Drohszenario, mit dem man sich auseinandersetzen muss als Privatanleger, weil es ist allenthalben eine Diskussion. Die Banken kommen derzeit noch durch die Hintertür der Gebührenschraube. Anstatt Strafzinsen zu verlangen, werden die Gebühren erhöht. Die kostenlosen Privatgirokonten gehören fast der Vergangenheit an. Und der nächste Schritt wird sein, wenn diese Zinspolitik weiter fortschreitet, dass tatsächlich Zinsen auf Guthaben gezahlt werden müssen und nicht mehr erhalten werden. Das ist eine dramatische Situation. Flucht ins Bargeld ist allerdings genau wie den Speck der Mausefalle zu nehmen, denn man ist dann in der sogenannten finanziellen Repression in der Situation, man wird dann noch mehr enteignet. Man muss nach Ertrag suchen, nach Rendite suchen, nach Zins suchen, denn das Bargeld wird nicht mehr verzinst und die Banken sind auch nicht mehr in der Lage, dort Zinsen zu zahlen. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass eigentlich nur Aktienfonds und Anleihen eine Alternative sind, oder? Ja, bei Anleihen muss man schon ebenso vorsichtig sein wie beim Bargeld, denn die Zinsblase, diese enorme Kursentwicklung auf der Rentenseite der letzten Jahre durch den Zinsabschwung führt natürlich jetzt zur Bedrohung, dass die Zinsen irgendwann wieder ein wenig steigen werden und dann die Kurse durchrutschen werden. Diese Gefahr muss man bei Anleihen sehen. Stichwort Aktien, Aktienfonds, die Deutschen sind zurückhaltend, wir wissen das alle und trommeln alle natürlich langfristig in die Aktien zu gehen. Und man muss eins klar sagen, in dieser Situation ist es geradezu geboten, unabhängig vom Alter darüber nachzudenken, seinen Aktienanteil zu erhöhen, Substanzwerte ins Depot reinzunehmen, denn die Immobilien sind mittlerweile auch heiß gelaufen. Dort spricht man auch schon in Deutschland von einer drohenden Immobilienblase. Daher ja, die Aktien und unbedingt im Fonds. Warum? Weil der Fonds insolvenzgeschützt ist. Viele wissen das gar nicht als Anleger. Der Fonds schützt sie davor, wenn eine Bank pleite geht. Kürzlich hatten wir eine heftige Diskussion oder haben sie noch um die Deutsche Bank und um andere Banken. Der Fonds schützt sie vor einer Pleite der Bank, denn ihr Geld bleibt erhalten nach einer Pleite. Das ist gesetzlich in Deutschland geregelt und gilt für jeden Fonds. Gut, wir haben allerdings auch Schwankungen an den Börsen. Das muss der Anleger auch haushalten. Und wir haben mit Blick auf die Vereinigten Staaten beispielsweise auch mögliche Zinserhöhungen, während wir in Europa natürlich noch über Negativzinsen reden. Janet Yellen, die Notenbankchefin in Amerika, ist da sehr vorsichtig mit Zinserhöhungen, aber möglicherweise kommt eine Zinswende peu à peu. Sehen Sie etwaige Einflüsse auch auf europäische Aktienmärkte und damit auch auf Kursentwicklungen? Die muss man sehen, denn diese lange Durststrecke an den Zinsmärkten hat die Aktionäre verwöhnt. Wir haben teilweise Höchststände an den Märkten aufgrund des billigen Geldes und der Schwemme an Cash, an Bargeldvermögen. Wir müssen bedenken, allein in Deutschland kommen über 80 Milliarden pro Jahr aus ablaufenden Lebensversicherungen in die Märkte rein. Wir schwimmen im Geld und das Geld kostet nichts. Jetzt die Gefahr drohender Zinserhöhungen, kleiner, Sie sagten es so peu à peu, kleiner Schritte, das wird dazu führen, dass an den Aktienmärkten auch Nervosität entsteht, weil das Geld dann teurer wird. Wird das eine Gefahr für den Anleger, der mittel- und langfristig denkt? Nein, denn die Gefahren liegen dann erstmal besonders stark auf der Anleihenseite. Wie eben erwähnt, die Kurse werden dort unter Druck geraten. Bei Aktien wird es rumpeln, wenn es größere Schritte gibt, die sehen wir aber nicht. Das heißt, wenn es genau diese Taktik, wenn die beibehalten wird, kleine, verträgliche, homöopathische Dosen an Zinserhöhung, dann wird das auch für den Anleger, der in Aktien langfristig investiert ist, vorübergehen. Also Zinserhöhungen könnten, konjunktiv könnten gefährlich sein, aber in homöopathischen Dosen könnte es funktionieren. Ja. Wie sehen Sie es mit dem Ölpreis? Denn auch der steigt wieder. Gehen da Gefahren aus? Ja, gerade heute Morgen an der Tankstelle gesehen, 10 Cent nach oben beim Sprit. Das war schon erstaunlich. Aber wenn man hinter die Kulissen schaut, sieht man, dass die Energiewende weltweit die Ölstaaten eher unter Druck setzt, die Überproduktion eher die Fördermengenbegrenzungen in Frage stellen wird. Der Iran mit seinen neuen Mengen, die er nach draußen bringen will, zur Regenerierung seines Staatshaushaltes. Wir sehen den Ölpreis nicht als Faktor, als Angstfaktor, dass er wieder auf 70, 80, 100 Dollar steigen könnte oder darüber, sondern wir sehen das eher kurzfristig. Es ist eine Normalisierung beim Ölpreis zu sehen, also die Kurse um 30 Dollar pro Fass sind derzeit nicht zu sehen, aber weit über 50, 60 Dollar sehen wir auch nicht. Insofern ist der Ölpreis kein Korrektiv für die Aktienmärkte derzeit. Sie haben in diesem Umfeld verschiedene Fondsstrategien im Angebot bei Juvestor. Wie haben die sich in diesen turbulenten Umfeldern, es gibt ja tagtäglich viele neue Nachrichten, geschlagen?
Also wir haben seit Jahresanfang eine höchst erfreuliche Entwicklung. Denn wie unsere Anleger, aber auch die Interessenten von Uvesta wissen, wir setzen jeweils auf die 10 Top-Fonds je Strategie. Der Kunde entscheidet, ob er eine risikoarme Strategie wählt oder eine mehr aktienlastige Strategie. Und diese 5 Strategien, die wir anbieten, haben dieses Jahr von ganz sicher 2% bis dynamisch, sehr aktienorientiert, 6% geliefert. Und das ist, wenn man das ins Licht setzt, der Niedrigzinssituation, ein hervorragendes Ergebnis, vor allen Dingen das Ergebnis der 10 besten Fonds, die es in Deutschland gibt. Was will man als Anleger mehr? Dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg, auch im Rest des Börsenjahres 2016. Andreas Veiten von Uvesta hier im Interview auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Danke fürs Erscheinen. Dankeschön.